Die Kokerei der Zeche Zollverein in Essen. 1993 malochen hier noch 1000 Menschen. Jetzt ist die Zeit reif für eine neue Schöpfung. Ebenfalls 1993 bringen die Brüder Friedhelm und Martin Wiesmann ihren ersten eigenen Roadster zur Welt. Anfangs von der Autoindustrie belächelt, lacht heute, nach 1000 verkauften Sportwagen, keiner mehr. Die neueste Evolutionsstufe, der Wiesmann MF4. Das Erbgut der Wiesmänner kann sich sehen lassen. Die Manufaktur in Dülmen produziert feinste Roadster-Ware, individuell für jeden Kunden in Handarbeit gefertigt. Außer das sportliche Herz, das kommt aus Bayern. Zwei BMW 8-Zylinder stehen zur Wahl. Wir haben uns für den neuen BMW M3-Motor entschieden, 420 PS. Dank Gendrift hat auch das BMW 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in den Wiesmann gefunden. Das ist Fortpflanzung in seiner schönsten Form. Obwohl der MF4 die klassischen Roadster-Formen zelebriert, steckt unter der leichten GFK-Haut jede Menge Hightech. Jeder Wiesmann Roadster ist ein Unikat und die Modelle werden ständig weiterentwickelt. 15 Jahre Evolution bringen so Xenonscheinwerfer und LED-Rücklichter in den Zweisitzer. Ebenfalls nicht von schlechten Eltern, der Hintern. Diesen DNA-Strang dürfen die Wiesmänner gerne an möglichst viele Roadster-Weibchen weitergeben. Genauso wie das klassische Stoffverdeck. Im Innenraum eine Orgie aus Leder. 4000 Kombinationen sind möglich. Und auch die Analoginstrumente lassen sich individuell zusammenstellen. iPod-Anschluss kein Problem für 155 Euro. Deutlich mehr kostet das Doppelkupplungsgetriebe samt Schaltpedals, 5300 Euro. Eine krisenfeste Investition bei 138.000 Euro Basispreis. Wertverlust? Bei Wiesmann ein Fremdwort. Wertstabil ist auch der bayerische V8-Motor. Hier hat die Individualität ihre Grenzen und das ist gut so. Jede BMW-Werkstatt kann beim Service helfen. Kommen wir zu den vier Leistungsdaten. 420 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment, 4,4 Sekunden von 0 auf 100 und ein Topspeed von 300 km/h. Klingt schon mal nicht schlecht. Aber was sich wirklich abspielt, wenn man dem Wiesmann die Sporen gibt, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Sportknopf gedrückt und ab geht die Post. Erstens die Drehzahl. Zweitens der Sound. Drittens das Kampfgewicht, 1310 Kilo, 300 Kilo weniger als der BMW M3. Damit spielt der Wiesmann in der Sportwagen Champions League mit. Und das Schönste daran, er bringt die Leistung auf die Straße. Garanten dafür eine ausgewogene Gewichtsverteilung von 50 zu 50, der tiefe Schwerpunkt und die breite Spur. Der Wiesmann MF4 ist der beste Beweis, was gutes Erbmaterial wert ist. Die Exklusivität kostet zwar, aber potenter Nachwuchs hat eben seinen Preis.